Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein neues Büchervideo für euch und zwar ein gelesen-lesemonate-Video von den letzten beiden Monaten, also Oktober und September, wenn ich mich nicht recht entsinne. Da haben sich ein paar Bücher angesammelt und die wollte ich euch heute mal zeigen. Es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Mischung aus allem, habe ich das Gefühl, oder fast allem. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten mal direkt. Schreibt mir übrigens unbedingt mal in die Kommentare, welche Bücher ihr so in letzter Zeit gelesen habt und wie sie euch gefallen haben. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Und dann fangen wir mit dem ersten Buch an. Ich weiß gar nicht, welches ich als erstes greifen soll. Ich glaube, ich nehme eines meiner Highlights, und zwar The Score von Elle Kennedy, Mitten ins Herz. Das ist der dritte Teil von dieser Off-Campus-Reihe, wenn ich den Namen richtig gesagt habe. Ich glaube Off-Campus, oder? Genau, die Off-Campus-Reihe. Und dann gibt es noch die Briar U-Reihe, das ist so ein Spin-Off. Und es ist New Adult und was soll ich sagen? Ich habe die ersten beiden Teile geliebt und lasst euch bitte nicht von diesem Cover abschrecken. Das sieht jetzt nicht so wunderschön aus, aber ich finde, dass diese Reihe wirklich, also es sind die besten oder mit die besten New Adult Romane, die ich jemals gelesen habe. Hier geht es um Dean und um Ellie und Dean ist Eishockeyspieler und wohnt eben mit seinen Bros in der Wohnung und er trifft auf Ellie und bei Ellie ist es so, also die haben dann eine gemeinsame Nacht zusammen, genau, doch Ellie steckt in einer Krise. Und sie hat keinen Plan für ihre Zukunft und der College-Abschluss rückt immer näher. Ja, eine Affäre ist jetzt nicht gerade das, worauf sie mega Bock hat. Aber dann kommt natürlich dieser unfassbar hotte Eishockeyspieler Dean in ihr Leben. Und dann denkt sie sich so, ja okay, kann man ja schon mal machen. Und Dean findet eben, dass er Ellie um jeden Preis erobern muss. Und man muss schon sagen, es ist sehr humorvoll. Ich glaube, ich fand den sogar den witzigsten Teil der ganzen Reihe. Ich fand den so unterhaltsam und toll. Ich habe die Charaktere geliebt. Der Bro, der Dean ist einfach eine Schnitte. Wer New Adult mag, aber eher so leichte Geschichten, jetzt nicht Brittany C. Cherry mäßig, sondern eher so leichter, der ist damit wirklich gut bedient und wirklich, ich kann die Bücher euch wirklich nur total ans Herz legen. Ich kann nicht mehr sagen, als dass diese Bücher wirklich mit die besten New Adult Romane sind, die ich je gelesen habe. Dann habe ich von der lieben Tammy Fischer gleich zwei Bücher gelesen, fällt mir gerade auf, und zwar einmal Sinking Ships, das ist ja der zweite Teil. Der erste Teil ist Burning Bridges. Und hier geht es um Carla und um Mitchell. Und Carla hat eine harte Schale, aber auch einen weichen Kern natürlich. Und sie lässt eigentlich besonders Mitchell nicht so richtig an sich ran. Und sie hat zum Beispiel auch Angst vor Wasser. Und dann ist sie mal auf einer Party und auf dieser Party fällt sie in den Pool und ertrinkt fast. Und dann springt Mitchell hinterher und rettet sie. Dann geht das Ganze so weiter. Und ich muss sagen, ich habe Mitchell geliebt. Ich fand ihn total toll. Und Carla mochte ich auch sehr gerne. Mir hat die Geschichte sehr viel Spaß gemacht. Ich mag auch Tammys Schreibstil sehr, sehr gerne. Und ja, es macht einfach Spaß. Es ist einfach cool. Man fühlt sich in dieser Clique so richtig, also wir sind Teil von der Clique einfach. Und ja, deshalb hat mir die Geschichte wirklich so gut gefallen. Und dann habe ich auch noch Hiding Hurricanes von Tammy gelesen. Und Leute, ich muss sagen, ich glaube, das ist eins meiner absoluten New Adult Highlights aus diesem Jahr. Also ich meine, jetzt ist November. Ja, es kann natürlich noch sein, dass im November und im Dezember noch was dazukommt, ne? Aber jetzt schon kann ich sagen, das gehört zu den besten New Adult Büchern, die ich dieses Jahr auf jeden Fall gelesen habe. Weil das mal was anderes ist. Also was ganz anderes, weil diese Thematik einfach so ausgefallen ist. Es geht nämlich um Lenny und um Creed. Oh Gott, Creed. Kann ich ihn bitte haben? Der ist so eine Granate. Ich liebe ihn, okay? Der ist ganz fest, ganz tief in meinem Herzen drin. Und ja, Lenny ist, einerseits ist sie Studentin an der Fletcher University am Tag und in der Nacht ist sie Tänzerin in einem Nachtclub. Zieht sich also auch aus und sowas und tanzt für Männer und so. Trägt aber immer eine Maske, damit man halt nicht weiß, wer dahinter steckt. Und dann steht aber plötzlich mal der liebe gute Creed. Das ist eigentlich ihr bester Freund im echten Leben. Also am Tag ist es ihr bester Freund. Der steht dann quasi eines Abends, eines Nachts in diesem Club vor ihr. Lenny ist halt auch schon länger in ihn verliebt, verknallt, wie auch immer. Und Creed zeigt halt auch Interesse an ihr, aber halt an Daisy, sprich ihrer Nachtclub-Identität. Und dann lebt sie quasi dieses Doppelleben und ist so ein bisschen in der Zwickmühle, weil sie erzählt ihm halt auch nicht, wer sie wirklich ist und sowas. Und ja, es ist auf jeden Fall ein kleines Dilemma, in dem sie steckt. Und wie sich das Ganze entwickelt, ist einfach so geil. Ich fand es total cool. Ich fand die Thematik mega nice. Ich tanze ja selber, also jetzt nicht so, aber ich tanze Hip-Hop. Von daher fand ich das total toll. Hat mir richtig gut gefallen und ich fand es auch sehr, sehr cool geschrieben. Ich habe das, glaube ich, an zwei Tagen gelesen.
Ich glaube, ich habe nur 2 Tage dafür gebraucht. Und ich habe es geliebt. Ich finde es total toll und mir hat dieser ganze Konflikt gefallen und ach, ich mochte das wirklich sehr, sehr gerne. Dann habe ich auch einen Urban Fantasy Roman gelesen und zwar von der lieben Liza Grimm und zwar Talus, die Hexen von Edinburgh. Wer mich kennt, weiß, Hexen, da bin ich direkt am Start. Und dann auch noch Schottland, beziehungsweise Edinburgh, das ist ja meine absolute Lieblingsstadt auf der ganzen weiten Welt. Ja, das musste ich halt einfach lesen, weil, also, das geht halt nicht anders. Das ist das perfekte Buch quasi für mich. Und es hat mir auch richtig, richtig, richtig gut gefallen. Also, wenn ihr auf Urban Fantasy steht und auf Hexen und auf Schottland und sowas, dann gönnt euch das unbedingt. Das ist ein absoluter Tipp von mir. Es geht eben um Magie und hier eine skeptische Studentin, die plötzlich einem echten Geist gegenübersteht. Ein begabter Tarotleger, der sich von der Zukunft fürchtet. Eine junge Hexe, die ihre Begabung verflucht. Und ein stolzer Wasserhexer, der die Wahrheit sucht. Und dann taucht eben so ein Artefakt auf, und zwar Talus. Das hier. Dann sieht es halt so aus, als ob ihre Träume, ihre Wünsche in erfüllbare Nähe rücken. Aber natürlich stecken hinter Talus noch etliche Geheimnisse und böse Mächte und alles Mögliche. Und ja, dann wollen die da halt ein bisschen dahinter kommen. Und Leute, mir hat es richtig gut gefallen. Ich mag den Schreibstil unfassbar gerne. Ich habe mich auch direkt total wohlgefühlt in der Geschichte. Die Charaktere fand ich total vielseitig, vielschichtig und super toll. Und ich fand auch die Atmosphäre, die Liza Grimm geschaffen hat, so geil. Also man konnte sich alles so richtig perfekt vorstellen. Es war so richtig atmosphärisch. Also es hat so viel Spaß gemacht. Und ich kann es euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Dann habe ich mal was ganz anderes gelesen als sonst. Und zwar meine allererste Graphic Novel. Und zwar Pumpkinheads von Rainbow Rowell und Faith Erin Hicks. Einfach, weil ich das gesehen habe und ich dachte, okay, das schreit förmlich nach Herbst. Und deshalb musste ich es einfach lesen. Beziehungsweise anschauen, lesen, wie auch immer. Wie gesagt, es ist eine Graphic Novel. Das heißt, quasi ein Comic in schöner. Ich weiß nicht genau, wie man Graphic Novel genau, also beschreiben kann, aber ich meine, ihr seht es ja, ne? Auf jeden Fall richtig, richtig schön illustriert, mit sehr, sehr viel Mühe und auf Englisch übrigens, also es gibt es nur auf Englisch, aber es ist auch, ich finde tatsächlich auch, was mir auch aufgefallen ist, tatsächlich, wenn man vielleicht jünger ist und Englisch auch lernen möchte oder beziehungsweise ein bisschen verbessern möchte, glaube ich, dass Graphic Novels richtig helfen können, weil man sieht ja einerseits, was auf dem Bild passiert. Und hat dann diese Sprechblasen mit dem Text drin. Also ich glaube tatsächlich, dass es eine sehr, sehr coole Methode ist, um das Englisch auch zu verbessern, wenn man noch am Anfang steht. Ja, und sich halt nicht direkt an Romane traut. Und mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es geht um diese beiden coolen Charaktere und diesen beste Freunde. Bevor sie ans College gehen, glaube ich, verbringen sie ihren letzten Herbst auf diesem unfassbar genialen Herbstfest. Und hier gibt es dann auch so eine Karte drin, mit den ganzen Sachen, die es dort gibt und so. Und es ist einfach so cool. Es gibt so richtig viele coole Attraktionen und es macht einfach ultra Spaß. Es ist total geil. Und dann haben sie halt dort diesen letzten Tag auf diesem Fest und dann kommt natürlich auch die Liebe ins Spiel. Und ich mag es wirklich sehr gerne. Also es hat total Spaß gemacht und es war so herbstlich. Ich habe es auch, also ich habe in einer Stunde oder 2 Stunden oder so hatte ich das durch, weil es ist halt echt nicht viel Text. Also wenn ihr noch irgendwas für den Herbst sucht, also irgendwas Herbstliches, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Dann habe ich ein Sachbuch gelesen und zwar von Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner. Da geht es im Prinzip darum, hier Erfolg und ein erfülltes Leben. Das hört sich immer so ein bisschen an, als ob man in so einer tiefen Krise steckt. Ist aber nicht der Fall, muss ich mal ganz kurz mit aufräumen. Ich habe so eine Story gesehen und ich dachte, das hört sich einfach super interessant an, weil da halt viele Sprüche, was heißt Sprüche, viele Zitate drin sind, die ich mir auch markiert habe, die einem so ein bisschen die Augen öffnen. Ihr könnt ja auch einfach mal ins Inhaltsverzeichnis reinlesen. Also es gibt zum Beispiel hier: Triff Entscheidungen, lerne und wachse konstant, erlebe den heutigen Tag bewusst, tu es einfach, geh richtig mit Stress um. Es sind halt sehr viele verschiedene Lektionen, ich glaube 30 oder so. Ja, 30 Stück, die dir einfach helfen, einfach ein bisschen erfolgreicher durchs Leben zu gehen. Kann man aufs Persönliche anwenden, aber auch auf das Geschäftliche, beziehungsweise auf Schule, Uni, whatever, Ausbildung und so weiter und so fort. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich glaube, dass es auch sehr gut für Menschen ist, die so ein bisschen nicht wissen, wo sie hinwollen und was sie mit ihrem Leben machen wollen, so ein bisschen so in so einem Loch stecken vielleicht. Ich glaube, denen könnte das auch sehr helfen und sie einfach motivieren. Ich fand es auf jeden Fall mega interessant und kann es tatsächlich auch wirklich jedem ans Herz legen. Also ich meine, wenn ihr jetzt ein bisschen jünger seid, 13 oder so, dann weiß ich jetzt nicht, ob ihr damit so viel anfangen könnt. Aber ich sag mal,
was weiß ich, 16, 17, 18 plus, glaube ich, dass man da wirklich sehr, sehr wertvolle Lektionen mitnehmen kann. Und dann habe ich auch noch zwei Bücher gelesen aus einer Reihe. Und zwar einmal der erste Teil When We Dream von Anne Petzold und der zweite Teil When We Fall von Anne Petzold. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich in diesen Büchern wie zu Hause gefühlt. Erstmal zur Handlung, ne? Es geht im Prinzip um Ella. Sie ist 19, lebt in Chicago und hat jetzt so mit K-Pop nicht so viel am Hut. Auf jeden Fall trifft sie dann auf Jae Yong und der ist quasi einer der Sänger aus einer K-Pop-Band. Eine mega, mega, mega erfolgreiche K-Pop-Band. Also ich glaube halt so ein bisschen wie BTS oder so. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so habe ich mir das halt vorgestellt. Sie kennt ihn aber nicht, obwohl er halt mega berühmt ist. Und dann hält er das halt erstmal für ihr geheim und dann bahnt sich da so ein bisschen was an, aber sie dürfen es natürlich nicht in der Öffentlichkeit zeigen, ne? Dann geht die Geschichte quasi in Band 2 weiter. Dazu werde ich jetzt nichts sagen, also zur Handlung, weil das waren ja Spoiler dann. Ich war immer so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ob ich es lesen soll, weil ich habe halt mit K-Pop leider Gottes nicht so viel am Hut. Durch dieses Buch jetzt allerdings ein bisschen mehr. Also ich bin jetzt nicht der allergrößte K-Pop-Fan, aber ich finde, da gibt es echt manche Lieder und manche Gruppen und so, die echt mega was drauf haben. Also die haben natürlich alle was drauf, aber ein paar, die mir halt außerordentlich gut gefallen. Zum Beispiel, wie heißt dieser eine? One Ho? Oh Gott im Himmel. Ich hoffe, ihr tötet mich jetzt nicht, aber den finde ich cool. Auf jeden Fall kann man diese Bücher tatsächlich auch sehr gut lesen, wenn man mit K-Pop nichts am Hut hat. Also es geht total. Also wirklich, weil ich stand eben auch vor den Büchern oder vor dem ersten Buch und dachte mir so, ja gut, ich probiere es jetzt einfach mal aus, weil darüber so geschwärmt wird, aber ich weiß halt nicht, was mir gefallen wird. Aber es hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, weil ich finde, es hat so eine ganz warme Stimmung und so eine ganz beruhigende Atmosphäre. Also es fühlt sich an wie so bei Gilmore Girls oder Chesapeake Shores. Also es ist so eine richtige Wohlfühlatmosphäre. Es passiert jetzt nicht unfassbar viel krasses, dramatisches, aber es macht einfach gute Laune, das Buch zu lesen oder beide Bücher zu lesen eigentlich, ne? Deshalb kann ich euch die wirklich sehr ans Herz legen, wenn ihr auf K-Pop steht, aber auch wenn nicht und wenn ihr einfach nur eine Geschichte lesen wollt, in der ihr euch einfach sehr, sehr wohl fühlt. Schreibt mir jetzt mal unbedingt in die Kommentare, ob ihr davon schon irgendwas gelesen habt und wie es euch gefallen hat und auch gerne, was ihr so in letzter Zeit gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Ja, wenn ihr neu hier seid, abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne und aktiviert auch gerne die Glocke, dass ihr dann auch immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online geht. Denn jeden Sonntag kommt ein neues Serien- oder ein neues Büchervideo online. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch einfach noch einen schönen Tag. Tschüss!